Willkommen bei der Tröpfchen-Attacke. Tröpfchen für Tröpfchen, beste Qualität. So ist der Sommer 2015. 2014 flogen uns die Bäume um Ohren. Ne? War ja klar, ne? Das sah ja hier aus. Das schaffen wir 2015 ja noch gar nicht, die ganzen Bäumchen wegzuräumen, die da noch so quer längs liegen. So manch einer kann gar nicht durch den Wald laufen, weil es nicht geht. Ne? Liegt ja immer noch alles kreuz und quer. Kyrill damals, Kyrill, hat ja auch manche im Sauerland die Bäume so weggehauen, dass es da schon gar keinen Wald mehr gibt. Ja, man schaut plötzlich auf eine Lichtung, sieht dann aus wie in Russland 1908, wie in der Atmosphäre da, boom, und dann flogen auch alle Bäume weg. Das Mysterium in der Tunguska in Russland. Also denkt dran, das Wetter ist eh immer Banane. Ja, Tröpfchenbildung überall. Ne? Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, wenn das Wetter so gruselig ist, kann man sich ja beschäftigen in der heutigen Zeit. Man hat ja die Elektronik, man unterhält sich elektronisch. Wenn ein Kunde reinkommt, ist er meistens nass. Dann muss er sich erstmal die Nässe von sich und so. Hatte gerade auch ein Kinder-EV hier, die für den kommenden Ferien da für die Kinder da einiges versuchen zu machen. Das finde ich ja nett, dass es da auch Kinder-EVs gibt, die für Kinder was machen. So viele Kinder hängen hier rum und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, andere kaufen noch immer Star Wars oder spielen mit Star Wars. Da müssen wir erstmal auf das Jahr 2016 warten. Das ist zwar 2016 mag sein. Also es gibt Star Wars Verrückte, es gibt Leute, die Star Wars mögen, und es gibt welche, denen ist alles egal. Prozentual müssen wir mal schauen. Jurassic World. An einem Tag. Dieses Jurassic Park. Jetzt World. Jurassic World. Ne? 511 Millionen. 500, sagen wir aufgerundet, das Komma war ja auch noch dazwischen. Also 512 Millionen an einem Tag weltweit. Ist schon ein Hammer. Also demnächst wechsle ich alles aus. Da kommen hier keine Star Wars, sondern nur noch Dinos. Ne? Und ich wette mit euch, die Dinos verkaufe ich schneller, wie ich Star Wars verkaufen könnte. Ja, ist halt so. Ne? Die Leute mögen Dinos, vor allem die Kinder mögen Dinos. Und wenn die Dinos dann noch anfangen, da rumzuschreien. Apropos rumzuschreien, da gibt es Dino-Filme, meine lieben Freunde. Nehmt das Ding doch quer, ja? Ne? Quer. So, wir haben 16 zu 9. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier so ein Hochkant-Video da gemacht. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass ihr euch das hier angesehen habt. Und dass ich hier über Star Wars philosophiert habe, über Disney philosophiert habe, über das Wetter philosophiert habe. Auf Deutsch gesagt, kein Mensch müsste heutzutage noch einen Film drehen, machen, tun. Weil auf Deutsch gesagt ist ja immer dasselbe. Wir sprechen über das Wetter, wir sprechen über Griechenland. Wir unterhalten uns per SMS. Was kommt denn jetzt hier? Wow! Ne? Jetzt bin ich wetterschuld, ne? Jetzt bin ich für das Wetter schuld, ne? Ja, ist klar, ne? Ja, ne? Ja, ne? Also, meine lieben Freunde, die keinen Bock haben, Geschirr zu spülen, Mann, hautet raus, ne? Legt das da draußen hin, wartet eine Stunde und ich wette mit euch, die Klamotten sind sauber. Ja, eure Autos sind ja auch wieder sauber, ne? Im Sommer sehen die ja sowieso so merkwürdig aus, weil die Bäume spritzen aus, ne? Harz etc. pp. Naja, also wie gesagt, 2015 ein bisschen merkwürdig, aber 2014 war merkwürdiger und das Thema ist schon seit Beginn der EU immer dasselbe. Also wir haben immer dasselbe Thema. Griechenland, hurra, Griechenland. Und dann Hartz IV, hurra, Hartz IV. Ja, also wir haben Nerd TV, das heißt also Hartz IV TV. Es wird über Hartz IV rauf, runter, links, rechts. RTL macht ja schon Hartz IV Sendungen, die so grottenschlecht sind, damit die sich das anschauen können. Und dann gibt es dieses Night TV, ja, Night, ja, Dressed to, was weiß ich, ne, die rennen da rum mit 500 Euro und müssen sich dann anziehen, ja, ne. Ach, dann gibt es Heidi Klum, ne, also sind immer dieselben Themen, merkt ihr euch, man braucht Fernsehen gar nicht anmachen, man braucht nur, ach, Heidi Klum, da laufen wieder die Mädels rum. Eine gewinnt, hurra, hurra. Man braucht den Fernseher gar nicht anmachen, man macht so ein Schild. Ah, heute läuft DSDS. Dieter erzählt wieder dummes Zeug und die anderen machen mit. So, dann
man braucht, also man kann sehr viel Energie sparen. Ne? Ihr guckt ja auch gerade einer rein und denkt, was redet der denn? Yay, hier läuft eine Maschine, genannt Kamera. Und ein Handy, genannt Smartphone. Ja, also wie gesagt, Nerd TV, wir ballen mal über Wetter, jedes Jahr dasselbe. Also man braucht, wie gesagt, Fernsehen gar nicht anmachen. Einfach nur ein Schild hinkleben. Meine Lieben, heute kommt, so. Nachts gucken wir eh kein Stefan Raab, deswegen fällt uns das nicht auf. Ne? Jawohl.